Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. 1 Million Aufrufe, kann das sein? Ja, es stimmt, aber dazu gleich mehr. Vorab eine kurze Vorschau. Ich habe meine Drohne mal auf Cinema 4K umgestellt, um das einfach mal zu testen. Das kommt aber dann am Ende des Videos, also irgendwie in 3 Minuten. So, jetzt aber zu den Aufrufen. Also diese 1 Million Aufrufe habe ich erreicht mit meinem zweiten Konto. Blende ich gleich mal ein. Bei YouTube allerdings nicht aktiv, sondern ich stelle Fotos bei Google Maps ein. Hier sieht man, es sind 466 Fotos und die haben bereits 1.004.981 Aufrufe bekommen. Zum Teil sind das Fotos wie hier ganz normal in Höxter aufgenommen, ein Fachwerkhaus, was wirklich als Spitzenreiter dasteht und so eine hohe Aufrufzahl bekommt. 106.370, wie ihr hier seht. Das zweite Foto ist eine Luftaufnahme von Paderborn. Man sieht im Hintergrund den Dom. Campingplatz Marina di Venezia, knapp 45.000. Hier auch wieder unser Campingplatz mit 38.000. Ebenfalls wieder Marina di Venezia, 33. Also manchmal sind da Fotos bei. Muss ich sagen, da weiß ich gar nicht, wo kommen diese Aufrufe her. Weil für mich das jetzt nicht unbedingt ganz besondere Fotos sind. Aber irgendwie wird das bei einigen doch anders gesehen. Ja, unser Hotel auf Fuerteventura, das ist Mallorca, das ist wieder Italien, Nähe Venedig und so geht das immer weiter. So, wer da Lust hat, kann das natürlich auch mal machen. Macht Spaß, man kann sich immer wieder anschauen, wie viele Leute haben sich wirklich diese Fotos mal angesehen. Sicherlich kann man einigen damit auch helfen, damit man das auch mal wirklich vor Augen hat. Man kann die Fotos auf dem Smartphone natürlich sortieren, oben rechts steht es. Einmal kann man die neuesten nehmen und einmal so wie es hier jetzt ist, anhand der Aufrufzahlen. Wer Lust hat, einfach mal probieren. Jetzt aber wieder zu meinem YouTube-Konto. Da ist für mich immer wichtig oder ist ein wichtiger Indikator die Wiedergabezeit, die hier, wie man sieht, bei über 5000 Stunden liegt. Das ist schon ganz ordentlich. Insofern bin ich damit zufrieden, macht Spaß. Die Kommentarfelder oder vielmehr die Hinweise in den Kommentarfeldern machen immer wieder Spaß. Insofern ziehe ich da auch mit und gehe da wirklich mit gutem Beispiel voran. Ja, den neuen europäischen Online-Nachweis, sprich Kenntnisnachweis, habe ich erhalten. War gar nicht so schwer, sogar kostenlos beim Luftfahrtbundesamt. Also es darf wieder offiziell geflogen werden. Jetzt kurz zu dem Test. Ich habe das ja mal auf C4K umgestellt, sprich Cinema 4K. Das ist eigentlich nur in der Breite die höhere Auflösung. Man sieht dann oben und unten so einen kleinen schwarzen Balken. Einfach mal als Test, ist die Auflösung wohl besser oder nicht? Müsste eigentlich. Vielleicht liegt es aber auch hier nur an diesem super gepflegten Rasen. Also ich habe hier an diesen Bildern nichts im Nachhinein verstellt, einfach so gelassen. Bin aber der Meinung, dass da doch die Farben vielleicht etwas besser sind als beim normalen 4K. Den Läufer habe ich auch gefragt, ob ich filmen darf und er hat gesagt, mach. So, dies ist jetzt wieder bei uns in der Nähe in Lüchte, spielt aber erstmal keine Rolle. Das ist jetzt halt das normale 4K, was ja auch schon eine sehr hohe Qualität darstellt. Das einfach mal nur so zum Vergleich. Bei sämtlichen Drohnenaufnahmen nutze ich die Polarfilter. Hier war es, soweit ich weiß, C8. Somit kann ich die Zeit, also die Sekundezahl, auf 1/60 stellen, so wie es eigentlich beim Fliegen sein soll. Dies war mal kein Urlaubsvideo, sondern ein reines Infovideo. Euch allen weiterhin viel Spaß und bis irgendwann mal wieder. Bleibt gesund. Ciao.